Das Jahr 2024, es hat begonnen und anstelle von großen Vorhaben, die ein jedes Volk sich für eine goldene Zukunft ersehnt, plagen die Deutschen vor allem Sorgen über ihre inkompetente Bundesregierung. Die Wirtschaft geht zugrunde, die Haushaltskassen sind leer und für wirkliche Zukunftsprojekte ist sowieso kein Geld da. Alles hausgemachte Probleme des Wertewestens, meint der Filmemacher Wilhelm Dumke-Schulz. Er schlägt eine Reihe von radikalen Maßnahmen vor, die zumindest den Osten Deutschlands wieder zu einem Ort machen sollen, der seinen Einwohnern Zukunftsperspektiven bietet. Manche seiner Vorschläge sind sogar derart fundamental kritisch, dass sich bestimmt auch der Verfassungsschutz für unsere heutige Sendung interessieren dürfte. Welche Vorschläge das sind, erfahrt ihr jetzt hier bei Junos, dem Magazin für ostdeutsche Interessen. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. Musik. 2024 retten wir Ostdeutschland und darüber spreche ich heute mit dem Experten schlechthin, wenn es um Rettungsaktionen aller Art geht, meine Damen und Herren, der international bekannte Filmemacher Wilhelm Dumke-Schulz, bekannt aus Funk und Fernsehen, weniger bekannt als Problemlöser Nummer 1, wenn es um die Probleme von Ostdeutschland geht. Ich grüße dich, Wilhelm. Hallo, grüß dich. Wilhelm, wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen zu besprechen zwar wollen wir ja die Probleme, die es im Land gibt, analysieren. Wir wissen, die Ampel steht vor dem Aus oder zum Zeitpunkt der Ausstrahlung unserer Sendung hat sie vielleicht sogar sich schon aufgelöst. Man weiß es nicht, aber Fakt ist, die Hütte brennt und die Probleme, die zugrunde liegen, sind vielfältig. Zum Beispiel das größte Problem im Moment, es wackelt der Doppelwumms, nicht nur also diese 60 Milliarden Euro für den Klimafonds, sondern auch die 200 Milliarden Euro der teure Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist das Problem, an dem sich jetzt alle weiteren Probleme entzünden. Die Bundesregierung ringt mit sich, ob sie Schulden aufnehmen möchte, denn es gibt alle möglichen dringenden Probleme zu lösen in Deutschland. Zum Beispiel, Wilhelm, hast du ja gehört, dass ja die Wohnungssituation sehr krass ist. Wir werden im weiteren Verlauf über dieses Problem sprechen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Bundesregierung weiterhin willens, die Ukraine mit jeder Menge Geld weiter zu pampern. Zum Beispiel geht es hier eben um weitere Waffenpakete mit Iris-T, Artilleriegranaten, Panzerabwehr, Minen und so weiter und so weiter. Außerdem hat die Bundesregierung angekündigt, dass sie die finanzielle Hilfe der Ukraine von 4 Milliarden auf 8 Milliarden Euro pro Jahr verdoppeln will. Wir hauen die Kohle raus, sozusagen. Ich weiß nicht, mal ganz kurz gefragt, wie siehst du das? Sollen wir das tun? Ich glaube, da gibt es bessere Sachen, wofür man so viel Geld einsetzen könnte. Also gerade wenn man, ich denke, wir werden ja noch auf so eine Sachen zu sprechen kommen, die Teuerungsraten. Also da werden immer Lohnerhöhungen gemacht und Anpassungen, die sind immer niedriger unter den Kostensteigerungen, was zur Folge hat, dass die Armen immer ärmer, die Reichen immer reicher werden. Sozialprogramme sollen gestrichen werden. Das passiert ja jetzt schon, verschiedene Kulturprogramme und so weiter. Also wird alles Mögliche zusammengestrichen, um dann diese Leute da in der Ukraine mit Waffen zu versorgen. Also ich denke, da gibt es bessere Möglichkeiten, das Geld einzusetzen, als diese braune Ampel da macht, da dieser Farbmix. Okay, also während also die Militärhilfe verdoppelt werden soll, hat der Bundesverteidigungsminister dann auch angekündigt, die Bundeswehr jetzt endlich kriegstüchtig zu machen, denn man rechnet mit einem großen Krieg, natürlich gegen Russland, gegen wen sonst, der demnächst über uns hereinbrechen könnte, völlig unprovoziert und so weiter. Wie gefährlich ist denn die Lage? Kannst du das vielleicht ganz kurz in einem Satz zusammenfassen? Naja, da muss man, glaube ich, immer unterscheiden zwischen Angst und Panikmache. Das gehört ja zu diesem System, in dem wir leben, in diesem westlichen System, dass man ja mal verschiedene Möglichkeiten hat, die Bevölkerung so klein zu halten, dass er nicht aufmuckt und alle Spaß mitmacht. Und dazu gehört eben mal diese Spaltung in tausend verschiedene Gruppen. Und zum anderen natürlich auch diese permanente Angstmache vor Pandemie, Atomkrieg, weiß ich was. Also aus meiner Sicht
ist die Gefahr relativ gering, dass es zu so einer Ausweitung des Krieges kommt, weil das ist ja nicht in der russischen Absicht. Da müsste man sich dann mal ein bisschen genauer damit befassen, was Präsident Putin sagt, was Leute wie auch der Verteidigungsminister oder Lavrov sagen. Also da besteht überhaupt ja keine andeutungsweise überhaupt vorhandene Gefahr, dass von russischer Seite aus sich das ausweiten könnte. Und von der westlichen Sicht im Prinzip auch nicht so wirklich, weil die USA ja ständig bemüht sind, dass sich dieser Konflikt nicht ausweitet und auch nicht zum globalen Konflikt kommt. Und das hat einen ganz einfachen Grund, dass weil eben die Zeiten von Vietnam und sonst wo vorbei sind. Und wenn es zu einem großen Konflikt kommen würde, wissen die ganz genau in Washington, dass es dann auch das Territorium der USA betreffen wird. Und deswegen haben die da keine große Lust drauf. Ja gut, aber in Deutschland scheint man jetzt nicht ganz so abgeneigt zu sein, obwohl man ja eigentlich auch aus der letzten militärischen Konfrontation mit Russland wissen müsste, dass die meisten unserer Jungs da in der Plastiktüte nach Hause kommen. Deswegen wohl plant man jetzt auch die Einführung eines Veteranentags, der kommen soll, also ein bundesweiter Gedenktag, wo man der gefallenen Helden in den Einsätzen bei den Friedensmissionen der Bundeswehr weltweit gedenken möchte, eine Sache, die man beim Deutschen Bundeswehrverband mit größtem Beifall bedenkt. Nun ja, Wilhelm, wir haben einiges, du siehst, es liegt einiges am Argen. Heute habe ich zum ersten Mal übrigens in den Nachrichten gehört, ich glaube, es war sogar ein Mittagsmagazin, also eine relativ Mainstream-lastige Wischiwaschi-Nachrichtensendung, wo man davon gesprochen hat, dass das größte Problem der Ampel darin besteht, will sie der Ukraine jetzt weiter mehr Geld geben oder nicht und will man diesen Ukraine-Krieg weiter finanzieren oder nicht. Also im Prinzip geht es darum, ja, wollen wir Krieg führen oder wollen wir soziale Leistungen? Wollen wir einen Staat, in dem sich alle sozial sicher fühlen können und so weiter? Wir haben ja über dieses Thema sehr ausführlich gesprochen in den vielen unserer Redaktionskonferenzen, die wir beinahe täglich abhalten, und sind dabei übereingekommen, dass es im Wesentlichen drei Ebenen gibt, auf denen in Deutschland dringend gehandelt werden sollte, was dann uns Ostdeutschen auch zugute käme. Habe ich das so richtig angerissen, das Thema, Wilhelm? Ja, wunderbar. Du hast scheinbar zugehört, als wir die Sitzung gemacht haben. Und auch verstanden, das ist ja toll. Das heißt, dann fang also, doch mal mit der obersten Ebene an, Wilhelm. Ja, ja. Nee, ich wollte bloß sagen, dann bist du also scheinbar noch ausgebildet worden zu einer Zeit, als die PISA-Ergebnisse nicht so schlecht waren wie jetzt. Also du kannst doch lesen, schreiben und denken. Das ist ja schon mal hervorragend. Das trifft du die ganz Jüngeren scheinbar nicht mehr so richtig. Gut, dann kannst du ja uns jetzt dein Wissen vorführen und mit deinem Fachwissen glänzen, Wilhelm. Was sind die drei Ebenen, auf denen dringend was getan werden sollte hier in Deutschland? Das sind einerseits natürlich die außenpolitischen, die geostrategischen Beziehungen. Das heißt, da ist ja das Hauptproblem, das ist aber, glaube ich, allgemein bekannt, obwohl man es immer versucht, irgendwie zu vertuschen und nicht drüber zu reden, ist die fehlende Souveränität Deutschlands. Also dass die durch die herrschenden Polit- und Machteliten im Prinzip ja nicht die Interessen des Landes, nicht der Bevölkerung vertreten werden, sondern dass sie sich ja darin gefallen, möglichst tief in den hinteren Ausgang ihrer amerikanischen Herren zu kriechen, dass dann am Ende nur noch die Schuhspitzen rausgucken bei allen ihrem Denken und Handeln. Also diese fehlende Souveränität, die schadet enorm Deutschland. Die zweite Ebene ist ja, was in Deutschland selber los ist. Da ist ja das Problem, dass wir diese untrennbare Verbindung von Lobbyverbänden, also Wirtschaftslobbyverbänden, transatlantischen ideologischen Verbänden und Politik, Massenmedien und Finanzwirtschaft bis hin zu Justiz und so weiter haben, die also ihr Ding machen im Interesse der Eliten, wobei dann der Bevölkerung, der theoretisch der Souverän sein soll, der nur noch die Zuschauerrolle auf der Tribüne zugemutet wird und dann sollen sie möglichst auch alle noch im Mund halten. Also da ist ein großes Problem, weil das ja auch ein Demokratie- und Verfassungsproblem ist.
Und das dritte Problem, das betrifft ja das deutsch-deutsche Verhältnis, also was ja nach wie vor immer noch eins ist, was einer großen Klärung bedarf. Also weil im Westen wird ja immer gesagt, ja, das ist ja nun mal, jetzt haben wir es so und jetzt ist es so und die sollen wir da nicht so rumjammern. Aber das Problem haben wir ja nach wie vor, dass der Osten ja in einer völlig anderen Rolle ist als Westdeutschland innerhalb dieses deutsch-deutschen Gebildes und da gibt's auch noch sehr viel zu tun. Eine sehr interessante Entwicklung übrigens. Man hat ja gedacht, dass ja so nach dem Motto, wenn ein paar Generationen ins Land gehen, dann wird es keinen Unterschied mehr so mental geben zwischen Ossis und Wessis und die Ossis, die werden sich wie Wessis fühlen und die Wessis wie Ossis und so weiter. Aber das Gegenteil ist der Fall, interessanterweise. Also junge Menschen, die in Nachwendejahren geboren sind, sagen immer häufiger und immer zahlreicher, dass sie sich als Ostdeutsche fühlen und dass sie wissen, dass das was anderes ist, als westdeutsch zu sein oder sich zu fühlen. Das geht damit los, dass den Ostdeutschen unangenehm auffällt, dass die KommilitonInnen auf der Uni jetzt alle ihr Pferd vermissen zum Beispiel, ja, ihre Poolpartys und sowas in der Art. Also so haben das mal welche ausgedrückt in einer Fernsehsendung, die ich darüber gesehen habe, über das Thema. Dass also sprich wirtschaftliche, also Unterschiede in der im Wohlstand der Herkunftsfamilien, aber auch Unterschiede in dem, wie man in der Gesellschaft miteinander umgeht, also Themen wie Solidarität, ein Wir-Gefühl, ein gemeinsames Verantwortungsgefühl für gemeinsame Unternehmungen und so weiter. All das scheint ein bisschen im Osten deutlich besser ausgeprägt zu sein. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf die oberste Ebene zurückkommen, die wir ganz kurz abhandeln. Im Wesentlichen sprechen wir über diese oberste Ebene, die fehlende Souveränität, offiziell gibt es sie, ne? Also wir sind keine Verschwörungstheoretiker offiziell. Es ist tatsächlich, Deutschland ist dem Papier nach souverän. Klare Sache. So, aber diese Souveränität wird nicht gelebt. Also Deutschland ist nach wie vor von den Amerikanern abhängig. Wenn Amerika entscheidet, wir ziehen in den Krieg mit Land X, dann ist Deutschland auch im Prinzip mit im Krieg, denn alleine von den Militärbasen, die hier in Deutschland stationiert sind, der Amerikaner finden Flüge, Versorgungsflüge, dann verletzten Flüge und so weiter und so weiter statt. Drohnen werden gesteuert über die Ramstein Airbase, wo sich die Satellitenschüsseln befinden. Ein ganz langes Feld, über das haben wir ganz lange gesprochen vielleicht könnte man an der Stelle noch den Staatsrechtler Karl Schmidt ins Feld führen, der ja ganz oft auch als böser Finger bezeichnet wird, aber mit einer Sache hat er recht gehabt. Er hat gesagt, souverän ist, wer den Ausnahmezustand bestimmt. Und in dem Moment, wo eine andere Regierung, eine ausländische Regierung, unsere Regierung sagen kann, wir befinden uns jetzt im Krieg oder es ist jetzt der Ausnahmezustand so und so, und uns diktiert wird, dass wir jetzt uns auch im Krieg zu befinden hätten, zum Beispiel mit Russland, in dem Moment sind wir nicht souverän. Wenn wir davon abhängig sind, dass ein anderer uns sagt, mit wem wir gerade Krieg führen, dann können wir nicht souverän sein. Ja, das will ich zu der obersten Ebene sagen und jetzt gleich überleiten zur zweiten Ebene, nämlich die nationale Ebene. Auch ein Thema, das wir in einigen Sendungen schon angerissen haben. Und hier werden zu nennen die Massenmedien, die Justiz, eine Symbiose, die alle miteinander gebildet haben, zusammen mit Wirtschaftslobbyisten, transatlantischen Ideologienetzwerken. Du würdest sagen, man könnte das einen Totalitarismus neuen Typs nennen. Ja, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Es hängt immer davon ab, wie man die Definition machen. Ich hatte gerade auch hier vor ein paar Tagen wieder so ein Gespräch mit verschiedenen Leuten. Da gibt es welche, die das als Faschismus bezeichnen. Also da ist ja auch so eine Definitionsform, die hatte ich ja, glaube ich, auch schon mehrmals erlebt. Ist ja die Frage, wie man es definiert. Faschismus unter der Definition, dass eine kleine Macht, Finanz und Politelite als Ziel hat, so viel wie möglich für sich aus dem eigenen Land rauszuholen, aber eben nicht nur das, sondern auch aus anderen Ländern, indem man die entweder überfällt, erobert, plündert, sich die Rohstoffe unter Nagel
reist, die Bevölkerung von anderen Ländern so als billige Lohn- oder Nicht-Lohnsklaven zu verwenden. Alles, um Macht und Reichtum der kleinen 1%-Elite zu erhöhen. Das war ja das Ziel des deutschen Faschismus im Dritten Reich. Und wenn man sich die Außenpolitik und die Wirtschaftspolitik ansieht, Deutschlands hat sich ja da im Prinzip ja auch nicht dran geändert. Also nach 45 wurde ja weder die Elite ausgetauscht in Westdeutschland, noch wurden die Machtverhältnisse geändert. Das heißt, auch diese westdeutsche Bundesrepublik war ja von Anfang an auf dasselbe aus, ja, wieder andere Rohstoffquellen erschließen für möglichst nichts. Sie spricht ja selber davon, Exportnation. Exportnation wird ja so verstanden, alles, was wir produzieren, woanders hinliefern, woanders hinkaufen, möglichst mit der Begleiterscheinung, dass in den Ländern, wo es hinverkauft wird, wie zum Beispiel Osteuropa oder Russland, dass da möglichst keine eigene Wirtschaft und Produktion entsteht. Das ist ja im Prinzip ja auch ein Erobert von Märkten, nur eben diesmal nicht mit der Wehrmacht, sondern über Exportnetze und Wirtschaftsentwicklung. Also insofern, und diese Politik durchzusetzen, das ist ja ein Zeichen für Faschismus in Zusammenarbeit sozusagen, dass das so ein System ist, dass man die Meinungshoheit dafür sich erobert. Das heißt also, dass man die Massenmedien absolut beherrscht und diese Politik als ganz toll verkauft, Widersacher mit der Justiz bekämpft. Also das sind ja alle Zustände, die wir jetzt hier auch haben. Also früher war Faschismus Rauben, Plündern, Morden. Das macht jetzt diese deutsche Elite hier im eigenen Land glücklicherweise noch nicht. Aber diesen Eroberungs- und Ausplünderungs- und Ausbeutungsfeldzug, der vom Westen aus veranstaltet wird, wo ja Deutschland eine große Rolle spielt, der kostet aber durch die ganzen Kriege, die da veranstaltet werden vom Westen, ja trotzdem Millionen von Opfern. Also wenn man es aufs Ausland mitbezieht, die ganzen Kriege, die da stattgefunden haben, auch nach 45 oder nach 2001, driftet ja immer noch zu Rauben, Plündern, Morden. Ne? Also da wird eben nur woanders gemordet. Also wenn man das so definiert, da gibt's Leute, die dieses System nach wie vor als Faschismus bezeichnen und andere, weil du gesagt hattest, totalitär, die nehmen dann einen anderen Begriff dafür, wie zum Beispiel totalitärer Radikalkapitalismus, das könnte man eigentlich auch sagen, also weil ja ein radikalkapitalistisches System ist, was wir hier haben, privatisieren, privatisieren, alles mögliche privatisieren, zum Schluss wird der einzelne Mensch noch privatisiert, also wissen nicht, was sie noch alle privatisieren wollen, dem Staat darf nichts gehören. Und dass das auch alles funktioniert und keine Gegenkräfte dafür gibt, da wird dann eben auch die Justiz, die Gesetzgebung und vor allen Dingen auch die Massenmedien eingesetzt, die alle an diesem Strang ziehen, gegen die Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung. Und da... Um den Bürgern die Politik besser zu erklären. Ja, genau. Ja, so heißt es ja, ne? Die Qualitätsjournalisten, die ordnen das dann ein. Dass du es richtig verstehst. Ja, oder wie Frau Ricarda Lang gesagt hat, wir müssen den Menschen unsere Politik besser erklären, dann verstehen sie es schon. So. Ich bin ja persönlich der Meinung, wenn man seine Politik erklären muss, dann kann man im Prinzip gleich abtreten, aber das ist eine andere Sache. Naja, du hast gesagt, im Wesentlichen, also ich fasse es mal so zusammen oder auf, dass also eigentlich nur die Interessen der großen Lobbyverbände und ideologischen Tonangeber umgesetzt werden und jeglicher kleiner Bürgerprotest, der verpufft irgendwie wirkungslos. Aber jetzt steht ja in unserem Grundgesetz, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Hat denn das Volk überhaupt die Möglichkeiten, sich umfassend durch große Streiks, Generalstreik oder sowas, Volksabstimmungen zu wehren? Ja, es sind ja verschiedene Ebenen. Also da spricht man ja im Prinzip, wenn man sagt, der Bürger ist der Souverän, bedeutet ja, er muss mündig sein. Und mündig heißt, dass er Handlungsmöglichkeiten hat und dass er
auch vollumfänglich informiert ist. Also er muss erstmal wissen, was überhaupt Sache ist, sich selber definieren, was er für Interessen hat und dann Möglichkeiten haben, die irgendwie auch umzusetzen. Also das wäre ja soweit, was man eventuell als Demokratie bezeichnen könnte. Und wenn man sich diese verschiedenen Punkte ansieht, ja, welche Möglichkeiten hat man denn? Also wenn ich hier meine westdeutschen Mitbewohner hier im Umfeld frage, die ja nichts anderes kennen als ihre Ideologie, wenn ich halt zum Beispiel so eine Frage gestellt, was stellt ihr euch denn unter Demokratie vor? Was ist denn das? Ja, wenn man eine Partei gründen kann und dann wählen kann und so, das ist für die Leute Demokratie. Tja, also in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus, weil das haben wir ja, wenn man das über einen längeren Zeitraum betrachtet, braucht man ja bloß gucken, was ist aus diesen sogenannten Grünen geworden, die ja jetzt sehr olivgrün und totalitär sind. Was ist aus dieser Linkspartei geworden? Also staatlicherseits gibt es wirklich jede Menge Möglichkeiten, über bestimmte Vereinigungen, Behörden, was auch immer, solche Parteien so lange zu unterwandern, bis sie genau das machen, was den Eliten dient und nicht dem Volk. Das heißt, man hat dann, ich sag dann immer, die Möglichkeit, also irgendeine beliebige Partei aus dem braunen Block zu wählen. Ja, also ist dann nur für die Wurst, wen man da, wo man da sein Kreuzchen macht, alle paar Jahre. Es kommt immer derselbe, dieselben Elitenvertreter raus, egal welche Farbe das denn ist, die da ihre Parteifarbe ist. Also insofern ist aus dem parlamentarischen Weg die Gestaltungsmöglichkeiten des Souveräns praktisch überhaupt ja nicht mehr vorhanden. Das andere ist die Mündigkeit durch Informationen, da haben wir ja nun, glaube ich, auch schon oft genug und auf allen möglichen Kanälen drüber gesprochen, dass wir hier so ein Einheitsmassenmedienbrei haben, der im Prinzip ja auch nur Elitenpropaganda verbreitet, so als wenn das alles aus einer Sprechtüte kommt. Das heißt, Propaganda heißt ja weglassen, umdeuten, manipulieren und so weiter. Also einen mündig informierten Bürger, der sich, haben wir nicht, wenn er sich aus diesen Massenmedien bedient. Und was denn das Letzte noch angeht, was man eventuell noch an Möglichkeiten hätte, wären ja so Demonstrationen. Also da ist ja, das wurde ja nun schon mehrfach bewiesen, wie das funktioniert. Also im besten Fall gibt es denn rechts und links ein paar Polizisten daneben, die das absichern, damit man schön demonstrieren kann. Dann kann man nach Hause gehen. Wer gut drauf ist, kann danach sein Prosecco trinken und sich auf die Schulter klopfen, dass er doch so toll demonstrieren war. Aber bewirkt tut im Prinzip überhaupt nichts. Und wenn man jetzt noch denkt, das ist alle nur, weiß nicht, Verschwörung oder vielleicht verstehen die Bürger ihre eigene Demokratie nicht, dann sollte man immer noch eins zu denken geben. Es gibt ja die Möglichkeit, ich erzähle dann immer gerne dieses Beispiel, entschuldige, weg nochmal kurz machen. Es gab ja so zum Beispiel 1933 auf Kuba eine Diktatur. Das war also vor Batista, Machado hieß dieser Mann. Und dem ist man losgeworden auf Kuba 1933 innerhalb von wenigen Tagen, war weniger als eine Woche, ist man diese Diktatur losgeworden. Und zwar durch den totalen Generalstreik. Also da hat alles gestreikt. Bahn, Bus, Schule, Bank, Geschäfte, alles hat gestreikt. Und nach ein paar Tagen packte der also das Staatsvermögen in Goldbahn in sein Flugzeug von Kuba und flog dann ab. Wohin? Natürlich USA, wo soll er sonst hin? Und dann war man den los. Und da ja offenbar diese Machteliten auch in dem Westdeutschland, was jetzt uns auch im Osten hier beherrscht seit etlichen Jahren, eine maßlose Angst davor hat, diese kleine Elite, dass sie vielleicht doch irgendwann mal dieser Mehrheit des Souveräns von 99% weichen könnte, wenn der mal der Meinung ist, er will die nicht mehr haben. Deswegen ist ja von Anfang an in der Bundesrepublik Deutschland politischer Streik, Generalstreik und Volksabstimmung für wesentliche Fragen nicht möglich, verboten, nicht gestattet. Und damit hat man eigentlich als Souverän eigentlich überhaupt ja keine Gestaltungsmöglichkeiten, weder durch Streik noch durch Wahl noch durch Information. Also eigentlich ist man da raus, alle vier Jahre Kreuzchen an irgendeiner Partei vom braunen Block und dann sagen, toll, jetzt haben wir Demokratie erlebt. Das war alles. Mhm.
Ich will an der Stelle noch verweisen auf die Besonderheiten des deutschen Versammlungsrechts. Also das wird jedenfalls in Frankreich sieht das alles ein bisschen anders aus. Wenn es da eine Demonstration geben soll, dann wird da richtig demonstriert. Da ist auch egal, ob das irgendeiner erlaubt hat oder verboten hat oder so. Das ist hier bei uns anders. Bei uns entscheidet die Versammlungsbehörde im Prinzip, ob eine Demonstration stattfinden darf oder nicht. Streng rechtlich betrachtet ist es allerdings so, dass man eine Versammlung nur anzeigen muss. Es findet jetzt eine Versammlung statt. Also rechtlich betrachtet entscheidet nicht die Versammlungsbehörde, ob eine Demonstration oder Kundgebung stattfindet oder nicht. Aber die Versammlungsbehörde kann sagen, nein, zu gefährlich, wir können die Sicherheit nicht garantieren, deswegen muss die untersagt werden. Es können auch Allgemeinverfügungen erlassen werden, die zum Beispiel das Demonstrieren verbieten. So geschehen in zahllosen Fällen während der Corona-Phase, die mehrere Jahre angedauert hat, wo man dann also auch mit Wasserwerfern gegen kleine Kinder und Mütter, die da unter den Demonstranten sich befunden hat, vorgegangen ist am Brandenburger Tor, um die zu zerstreuen. Denn das war ja so gefährlich und wie wir heute wissen, waren die wenigsten dieser Demo-Verbote tatsächlich gerechtfertigt und die wenigsten der Anliegen, die die Demonstranten dort vorgebracht haben, waren auch nicht gerechtfertigt. So, eine Sache, die in Deutschland also noch erheblich aufgebohrt werden könnte, die Möglichkeit, den politischen Willen auszudrücken, sich wirkungsvoll einzubringen und nicht nur Sonntagsreden zu halten auf einer vom DGB veranstalteten Kundgebung zum 1. Mai oder so. Jetzt haben wir ja ein vordringliches Problem in Deutschland. Wir haben einen gravierenden Wohnungsmangel. Also richtig gravierend. Ich glaube, 700.000 Wohnungen waren es, die fehlen in Deutschland. Der Staat wollte einige errichten im Jahr. Das kommt nicht annähernd daran, an das, also das auszugleichen, was zum Beispiel an Sozialwohnungen dadurch wegfällt, dass die Sozialbindung der Immobilien ausläuft. Das heißt, die Eigentümer dieser Wohnungen können dann zum überteuerten Tarif diese Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt anbieten und müssen die nicht mehr armen Menschen zur Verfügung stellen. Du hast dich mit der Wohnungsbaupolitik eingehend befasst, Wilhelm. Die kannst du vielleicht mal so am Einstieg kurz erläutern, was denn eigentlich so das ganz grundsätzliche Problem ist bei dieser Wohnungsbaugeschichte. Na, das grundsätzliche Problem kann man im Satz fassen. Bauen ist zu teuer geworden. Also die Baukosten sind dermaßen in die Höhe gestiegen, dass selbst wenn ein gutwilliger Investor das gerne machen würde, wenn er so seine, auch als Kapitalist, so seine soziale Ader entdeckt und sagt, Mensch, hier, die armen Leute haben nicht genug Wohnungen, jetzt muss ich doch mal wirklich hier mal mein Geld einsetzen und da sozialen Wohnungsbau machen. Er hätte ja mit Kosten zu kämpfen, wenn er denen das nicht schenken will, sozusagen, sondern wenn das wenigstens gegenfinanziert werden soll, wären ja trotzdem durch die Baukosten die Mieten so hoch, dass das ja nicht mehr sozial wäre. Also das ist so das Hauptproblem und dann muss man einfach darüber reden, wo die Ursachen liegen. Also wie das kommen konnte, dass Baukosten so hoch gestiegen sind. Das wäre jetzt ja, sozusagen der Ansatz. Wie kommt's denn, Wilhelm? Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür. Wir hatten ja davon gesprochen, wie eng verzahnt so diese Politik, Wirtschaft, Wirtschaftslobbyverbände, transatlantische ideologische Verbände bis hin zu Justizgesetzgebung und so weiter, wie eng das verzahnt ist, um sich selber ihre eigenen Interessen zu bedienen und versuchen, dass da möglichst der Bürger nicht allzu störend bei auftritt, dass er das Geschäft verdirbt eventuell. Und beim Bau muss man sehen, dass es ja zwei Interessengruppen gibt. Es gibt immer die Bauherreninteressen und dann gibt es die Baustofflobbyinteressen. Das muss ja nicht gleich sein, ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Interessen. Und da haben wir das Problem,
hier in Deutschland, da wird ja auch schon seit Jahren drüber gesprochen, über diese Lobbyverbände, das Lobbyregister, Bundestag und so weiter. Ständig seit, glaube ich, schon seit Jahrzehnten in der Diskussion, nie ist irgendwas passiert. Die Baustofflobby hat sich irgendwie so einen starken Einfluss in der Politik verschafft. Das kann jeder, der schon über Jahre mit Bau zu tun hat, also aus der Bauherrensicht bestätigen, dass er sagt, also vor 20 Jahren waren die ganzen Unterlagen, Beantragung und so weiter, die Akten, die man hatte, die waren so. Und mittlerweile haben die hier, das sprengt den Bildschirm, was man da an Akten und so weiter machen muss. Also vorlegen muss, was man da für Bestimmungen einhalten muss. Und der Hintergrund ist der, dass es, wenn man es mal so ganz pragmatisch erläutern will, ist der, dass die Lobby, die Baustofflobby geschafft hat, so die Politik in die Tasche zu stecken und so Einfluss zu nehmen auf die Vorschriften, auf die Gesetzgebung und so weiter, dass man sich permanent in einem Zustand befindet, wo vom Gesetzgeber und von denen, der die Vorschriften erlässt, immer neue Bauhürden gemacht werden. Ja, also die Heizung müssen modernisiert werden, die Dämmung muss gemacht werden, die Baustoffe dürfen verwendet werden, die und nicht. Und der Brandschutz, also da ist, glaube ich, ein Gebäude besteht nur noch aus Brandschutz und so weiter. Diese ganzen Lobbyverbände haben sich das über die Politik in Vorschriften gießen lassen, dass der Bauherr, der was bauen will, genötigt wird, so viel Geld zu investieren in Klima und Brandschutz und Dämmung und weiß ich was alles. Und wobei dann immer permanent auch neue Produkte auf den Markt kommen von der Baustofflobby, die auch immer teurer sind. Also man denke bloß an diese Wärmepumpen, die eigentlich kein Mensch braucht und alles so eine Sachen, wo denn also der Gesetzgeber in die Tasche gesteckt wird und dafür sorgt, dass der Bürger gezwungen wird, immer höhere Ausgaben zu tätigen im Interesse der Baustofflobby, damit die immer reicher und immer reicher werden. Und jetzt ist ein Punkt erreicht, ich hatte es ja schon angedeutet, wo die Baukosten durch diese Lobbyarbeit der Baustofflobby über die Politik und Verwaltungsvorschriften hatte die Baukosten so in die Höhe getrieben, dass sozialer Wohnungsbau überhaupt nicht mehr möglich ist. Also man kann es ja nicht mehr machen, weil bei den Kostenexplosionen, bei diesen Vorschriftenexplosionen, bei dieser Bürokratieexplosion, der Staat hat sozusagen im Interesse der Baustofflobby eine Hürde errichtet, die sozialen Wohnungsbau völlig unmöglich macht. Und das ist so das Hauptproblem, wo man sagt, wenn man da was machen will, dann wäre, und da ist ja die Wohnungswirtschaft und Bauwirtschaft ja nur ein Beispiel von vielen, das betrifft ja auch viele andere Bereiche. Wenn man da was machen wollte, wäre zwingend notwendig, Wirtschaftslobby und Politik voneinander zu trennen. Also diesen Einfluss, diesen permanenten zerstörerischen Einfluss gegen die Interessen der Bevölkerung irgendwie aufzubrechen. Und wenn ich das noch ergänzen darf, das war ja eine von den Sachen, weswegen ja Putin gleich in seiner Amtszeit vom Westen zum Diktator gekrönt wurde und Despoten und was weiß ich alles, weil eine seiner allerersten Amtshandlungen war, vor laufenden Kameras, die Oligarchen in den Kreml zu bitten, und die mussten vor dem Fernsehpublikum der russischen Bevölkerung schriftlich unterschreiben, dass sie sich verpflichten, sich nicht in die Politik einzumischen. Und das ist ein Punkt, den wir hier in Deutschland nicht haben. Im Prinzip betreiben die Lobbyverbände die Politik und nicht der Wähler und nicht der Bürger. Und dann hat es eben am Ende so eine Auswirkung, dass man völlig außerstande ist, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Mhm. Also die Lobbyverbände machen im Prinzip das, was unsere grünen Politiker gerne mit dem Wahlvolk machen wollen. Sie erklären den Politikern ihre Politik und die springen dann auf und wissen genau, was sie tun müssen, damit sie dann die nächste Wahlkampfspende wieder kriegen. So sieht's ja aus. Es gibt einige Entwicklungen in der Gesellschaft, die diesen
Trend weiter befeuern, dass die Wohnungen immer knapper werden. Ich will es nur stichpunktmäßig aufzählen. Zum Beispiel haben wir die zunehmende Individualisierung, zunehmende Zahl der Single-Haushalte, steigende Zahl der Haushalte, das heißt eine scheinbare Wohnungsknappheit. Die Zahl der Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf steigt. 2021 hatten wir 47,4 Quadratmeter Wohnraumfläche pro Kopf. In den 80er Jahren waren das dagegen noch 36 Quadratmeter. Wohnen wird nicht mehr gesamtgesellschaftlich und über Generationen gedacht, also große Familienwohnungen, die werden häufig durch verwitwete Einzelpersonen bewohnt, also oder Omas besser gesagt. Früher hatte man eher Hofstrukturen, ein Haupthaus auf dem Hof bewohnt die junge Familie. Später, wenn die Kinder ausgezogen sind und die Älteren nicht mehr im aktiven Arbeitsleben stehen, ziehen die dann in das Seniorenhaus und die nachwachsende Generation zieht ins Haupthaus und so. Das gibt's also nicht mehr so, dass die Familie aufeinander wohnt und oder zusammenzieht, sondern macht halt jeder nur noch, zieht jetzt jeder nur noch dahin, wo er irgendwie Arbeit findet, wo er einigermaßen klarkommt. Und in einer westdeutschen Großstadt zum Beispiel eine Wohnung zu finden, das ist sowieso in letzter Zeit also rein illusorisch geworden. Es gibt da auch Zeitungsartikel wie zum Beispiel diesen hier, 9 Quadratmeter für 700 Euro. Das ist auch ein sehr schönes Geschäftsmodell. Hat die Berliner Morgenpost berichtet, dass Vermieter, das gibt's in jeder Stadt, gibt's auch in Leipzig, Chemnitz und so weiter, die nehmen also eine große Wohnung, schöne Altbauwohnung, schöne, tolle, große Räume und dann zerhacken die in einzelne Wohneinheiten, dann machen die aus den großen Zimmern, machen die 2 oder sogar 3, je nachdem wie groß das Zimmer ist. Und diese Zimmer werden dann einzeln vermietet in einer WG, also es wird nicht mehr die gesamte Wohnung vermietet, sondern es werden nur einzelne Zimmer vermietet und die dann entsprechend teuer, sodass also hier für 9 Quadratmeter in Berlin allen Ernstes 700 Euro fällig werden. Also ich meine, das sieht doch ganz idyllisch aus. Aber ehrlich gesagt, wenn ich ein bisschen großzügiger wohnen wollte, dann würde ich mich doch in der JVA melden, oder? Wahrscheinlich. Naja, das ist so ein Problem, was du angesprochen hast. Das hängt ja auch mit dieser Gesellschaftsentwicklung zusammen, diese Individualisierung. Also da werfen ja zum Beispiel die Länder des globalen Südens oder auch zum Beispiel auch Russland und andere Länder. Also Russland ist zwar weiter östlich, aber man zählt ja irgendwie auch zu dieser Gruppierung. Dem Westen vor, dass er ganz gezielt eine Politik betreibt, die Familienstruktur zerstört. Ne? Also man braucht sich ja bloß im eigenen Umfeld umgucken, bekannte Freunde, wie auch immer, gerade so in der jüngeren Generation, da ist es ja üblich, man heiratet nicht, man hat ein Kind von dem und der hat eine eigene Wohnung, der hat eine eigene Wohnung, die haben eine eigene Wohnung. Also diese Familienstruktur, das wird ja quasi ja irgendwie so verpönt vom Zeitgeist, ja, wer schafft sich denn Familie an, wer schafft sich denn Kinder an, wer heiratet denn, man lebt vegan und hier trennt in verschiedenen Wohnungen, das ist ja so eine Politik, die natürlich dann eben so eine Folgen hat, wie du beschrieben hast. Also wenn man jetzt nur den puren Wohnraum nehmen würde, der vorhanden ist, und berechnen, wie das wäre, wenn die Familienstrukturen noch stimmen würden. Also es gab ja auch noch Zeiten, wo so ja noch die Großeltern im eigenen Haushalt gewohnt haben und nicht in irgendein Heim abgeschoben wurden und so weiter. Also denn wenn man das noch als Realität hätte, wäre natürlich auch sehr viel Wohnraum noch vorhanden, der denn auf einmal zur Verfügung stehen würde, wenn man gesunde Familienverhältnisse hat. Aber das ist alles so eine Auswirkung, Bevölkerung spalten, Familien spalten, Antifamilienpolitik betreiben. Also ja, dann muss man damit leben. Was noch diese Baustofflobby angeht, also was mich natürlich ein bisschen freut bei der ganzen Sache, wenn so eine Lobbyverbände also den Bogen so maßlos überspannt haben, dass sie so versucht haben, das Maximale rauszuholen über Vorschriften und Gesetze und die Kosten immer höher zu treiben, hat natürlich zur Folge, dass jetzt weniger gebaut wird. Das hört sich erstmal negativ an,
Aber die Auswirkung ist, dass die Lobbyverbände, die alle so in die Höhe getrieben haben von der Baustofflobby, dass sie so langsam dann ihr Zeug nicht mehr loswerden, weil das keiner mehr bezahlen kann. Und da kann man nur hoffen, dass das denn wieder Auswirkungen hat, wenn die auf ihrem ganzen Zeug sitzen bleiben, dass das sich vielleicht wieder einpegelt und die vielleicht wieder ein bisschen klar im Kopf werden und sagen, ja, ich habe Produkte, aber kaufen muss auch einer. Vielleicht gehen wir mal mit den Preisen und den Vorschriften ein bisschen runter. Also vielleicht kommen da positive Wände bei raus. Schauen wir mal. Ja. Bis jetzt ist es ja so, dass dann immer nach staatlichen Subventionen gerufen wird, wenn das zu teuer ist zu bauen und Häuser zu errichten, in denen sozial schwache Menschen, also wenig begüterte Familien, will ich mal sagen, unterkommen können. Das heißt, der Staat soll dann wiederum durch finanzielle Unterstützung das abfedern, was er strukturell sozusagen verzapft hat, indem er dafür gesorgt hat, dass die Baulobbyisten und so weiter ihre ganzen Interessen alle erfüllt bekommen. Das wird dann sozusagen auch nochmal vom Steuerzahler bezahlt. Wie kommt man denn jetzt aus diesem Kreislauf raus, Wilhelm? Du bist doch der Experte für Kreislauf. Für Kreislauferkrankungen? Ja, na, ich weiß auch nicht. Also, das ist doch so ein beliebtes Studienfach BWL. Also, eigentlich ist doch die Rechnung nicht so kompliziert. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was die Leute da studieren in diesem Studienfach. Wenn man sich zum Beispiel die Massenmedien ansieht, die dazu schreiben zu dem Problem, ja, Sozialausgaben müssen erhöht werden und so weiter, dann kommt dann immer zum Schluss so in jedem Artikel, ja, von welcher Zeitung, na gut, steht ja sowieso in allen das Gleiche, immer so die Frage, ja, was bleibt denn dem Staat jetzt noch übrig, wenn er das leisten will, dann muss er die Einnahmen erhöhen, also Steuern erhöhen. Ich verstehe diese Logik nicht. Also, weil muss man sich ja mal überlegen. Also die Leute haben zu wenig Geld, die sind froh, wenn sie bis zum Monatsende kommen, steigende Lebensmittelpreise, bezahlbarer Wohnraum ist nicht zu kriegen, die Löhne sind zu niedrig und so weiter. So, also muss man die Sozialausgaben erhöhen, um das abzufangen. Angeblich der einzige Ausweg wären Steuererhöhungen. Das heißt also, die Leute, die kein Geld haben, denen sollen die Steuern erhöht werden. Bei den Großen nimmt man ja nicht weg. Das betrifft ja immer nur die Mittel- und Unterschicht, wenn man das mal so bezeichnen will. Also die werden ja zur Kasse gebeten als Steuerzahler. Also da hat einer zu wenig, dann wird dem die Steuer erhöht, damit er Subventionen kriegen kann. Also wie irrwitzig ist denn sowas? Also so eine Rechnung geht doch nie auf. Das kann doch nie funktionieren. Und die Lösung liegt doch eigentlich ganz klar auf der Hand. Da muss man mal in andere Länder gucken, wo es besser funktioniert. Also ein Beispiel wurde ja immer gesagt, die skandinavischen Länder sind so die sozial vorbildlich sind und so weiter. Inwiefern das noch zutrifft und wie weiter der Abbau ist, da bin ich nicht so aktuell informiert. Aber ein Beispiel ist ja Norwegen. Also wenn die, wenn ihre Ölvorkommen in staatlicher Hand sind und der Staat eine Einnahmequelle hat, die nicht nur den kleinen Steuerzahler betrifft, dann kann der natürlich mehr Sozialausgaben machen. Das heißt, diese eiserne Festhalten hier in der Bundesrepublik, dem Staat darf nichts gehören, was irgendwie Gewinn bringt, sondern er muss es immer den kleinen Leuten aus der Tasche ziehen, ist die einzige Finanzierungsmöglichkeiten hat, die er hat. Das kommt jetzt auch in so eine Ebene wie bei der Baustofflobby, wo das irgendwann nicht mehr funktioniert. Das ist eine Grenze erreicht. Du kannst, die Leute, die arbeiten hier, die arbeiten ja sowieso schon ein halbes Jahr für den Staat und die andere Hälfte noch, um da ihre Schulden abzuarbeiten und um über einen Monat zu kommen. Also wie weit wollen die das noch erhöhen, dass der Steuerzahler, ich weiß nicht, 8 Monate im Jahr für den Staat arbeitet und den Rest für Brot und Wasser ausgibt und für ein Zelt auf dem Campingplatz? Also das ist ja irgendwie nicht mehr finanzierbar. Das heißt, die Lösung besteht darin, dass der Staat sich Einnahmequellen erschließen muss, um seinen sozialen Aufgaben gerecht zu werden.
Also um wieder auf Russland zu kommen, da hat man es geschafft. Also erst wurde das unter Putin, unter Jelzin alle völlig geplündert mit den westlichen Beratern, die ihm da an die Seite gestellt wurden, die Chicago Boys und andere schlimme Verbrecher. Also privatisieren, privatisieren, ausrauben, plündern. Und unter der Präsidentschaft von Putin wurde es ja geschafft, so immer mehr große Einnahmequellen wie Öl und Gas und so weiter immer weiter wieder zurück in die Hände des Staates zu holen, wodurch jetzt eben die Möglichkeiten ist, man braucht bloß durch Russland zu fahren, bis in die kleinste Dorf, Kleinstadt, überall wird gebaut, große Wohnkomplexe, große Wohngebiete, überall wird Wohnungsbau betrieben, in der gesamten Föderation. Die Infrastruktur wird ausgebaut, Autobahnen werden gebaut, Bahnlinien, Sportanlagen und so weiter. Überall wird gebaut und da steckt eben zum großen Teil der Staat drin, weil er Einnahmequellen hat. Mhm, das Problem von Deutschland ist, dass wir so eine Rohstoffquellen nicht haben. Ja, also ja. Insofern kommt dann immer jeder und sagt, na, wo sollen wir das hernehmen? Da vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Da wollten wir ja, glaube ich, auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Und zwar zum Beispiel, wenn man alle vier Gasleitungen in der Ostsee wieder in Betrieb nehmen würde, denn wie die Ägypter, die den Suezkanal verstaatlicht haben, um Einnahmen zu haben, wie Chile, das einen Kupfertagebau verstaatlicht hat, um Einnahmequellen zu haben, könnte die Bundesrepublik Deutschland doch vielleicht diese vier Erdgasleitungen verstaatlichen, wieder einen günstigen Vertrag mit Russland abschließen, sofern die denn noch willens sind, so was überhaupt zu machen, nachdem sie so oft verarscht wurden, und aus den Einnahmen quasi einen Teil dieser Sozialausgaben abdecken. Und was denn noch übrig ist an Gas, wenn man vielleicht ja nicht so viel braucht, wenn es aus allen vier Leitungen kommt, dann kann man das ja noch an seine westeuropäischen Brüder, Schwestern und Kollegen für überhöhte Preise verkaufen. Und ja, dann hätte man noch mehr Einnahmequellen. Also das wäre zum Beispiel so eine Variante. Nur, du weißt ja, eher passt ein Elefant durchs Nadelöhr oder eine Frau lang durch den Haupteingang eines Atomkraftwerks, bevor sowas passieren würde. Ja, das waren jetzt also die obersten zwei Ebenen. Wir kommen zu der dritten Ebene, die deutsche Ebene. Hier wird es ganz besonders spannend, denn die ostdeutsche Wirtschaft ist, so sagst du, nach dem Anschluss an die BRD durch die westdeutsche Mittelstandskonkurrenz vollständig vernichtet worden. Na, vollständig nicht. Also ein bisschen ist noch übrig geblieben. Also es gibt so verschiedene Rechnungen, da kann man auch, gibt es eine Menge Literatur drüber. Ich weiß ja nicht, das eine Buch heißt, glaube ich, Treuhandskandal oder so ähnlich. Also gibt es verschiedene Autoren, die genau aufgelistet haben, wie viel vernichtet wurde, und das bewegt sich so um die 70%. Da ist zum Beispiel gerade ein ganz interessantes Buch eingeblendet. Das kann ich eigentlich nur empfehlen, anschließen, angleichen, abwickeln, weil ist ja alles mit Lügen verbunden, aber eine der größten Lügen, die da verbreitet wurde, auch von Herrn Weigel, wurde ja immer gerne gesagt, wir waren ja nicht vorbereitet. Also wir wussten ja nicht, was da auf uns zukommt, und wir konnten ja nicht und hatten nicht und wussten nicht. Also in diesem Buch zum Beispiel ist es sehr ausführlich dargelegt, diese westdeutschen Planungen zur Übernahme der DDR. Und da wurde im Jahr 1952 zum Beispiel die erste Forschungsgruppe ins Leben gerufen zu Fragen der Wiedervereinigung, wo man mit diesen Experten, also wurde ja mal gesagt, wir haben ja die faschistischen Eliten da nicht entmachtet und in eine Wüste geschickt, sondern haben die weiter beschäftigt, weil die alle Experten waren und man brauchte ja Experten. Und ein Experte war zum Beispiel dieser Chef dieser Kommission, die da 1952 gegründet wurde, war ein Herr Ernst, der vorher Reichskommissar für Finanzen war von Herrn Hitlers Gnaden und der im Zweiten Weltkrieg damit betraut war, Planungen zu erstellen, wie man die eroberten Gebiete, also nicht nur im Osten, sondern auch die anderen, wie man der deutschen Wirtschaft einverleiben kann, wie man die ausplündern, berauben, enteignen kann und so weiter. Also der war großer Experte auf diesem Gebiet und deswegen wurde er als Leiter dieser Gruppe da 1952 eingesetzt. Und wenn ich mich nicht irre, war diese Gruppe angesiedelt am Ministerium für innerdeutsche Angelegenheiten.
Und der erste Plan, den die also vollständig vorgelegt haben, den legten die 1960 vor, wo also detailliert beschrieben war, welche Betriebe, Finanzsysteme, Eigentum, also detailliert für jeden Industriezweig, für einzelne Betriebe und so weiter festgelegt wurde, wie diese DDR auszuplündern ist, wenn der Tag X kommt, um sich das alles einzuverleiben, unter den Nagel zu reißen, Konkurrenz zu zerstören und so weiter. Da tauchte auch zum Beispiel das erste Mal der Begriff auf, dass eine obere Behörde gegründet werden soll, die das alles in die Hand nimmt, weil damals kannte man den Begriff Treuhand noch nicht, der wurde erst später erfunden, aber um die Sache bloß mal den Bogen zu schließen, die Pläne verschwanden dann irgendwann in den Schreibtischen, als die Entspannungspolitik kam, auch unter Willy Brandt und so weiter, da war das nicht mehr so aktuell. Und dann, als Helmut Kohl an die Macht kam, das war also noch vor dem Anschluss, noch vor 89, wurde haben diese Pläne wieder aus der Schublade geholt. Ja, wurden die wieder aus der Schublade geholt. Die Kommission wurde neu gegründet. Die hatte dann irgendwie einen netter klingenderen Namen. Interessanterweise war dann der Chef von dieser Kommission, Herr Köhler, der dann später zu großen Funktionen dann ja adelt wurde für seine Horst Köhler. Und da wurde das nochmal alles aktualisiert. Das heißt, es lag 1989, 90 ein kompletter Plan vor, wie genau detailliert die ganze Wirtschaft da einverleibt, zerstört und geraubt werden kann. Und sich denn hinzustellen und sagen, wir waren nicht drauf vorbereitet, ist so eine unverschämte Lüge. Aber gut, das kann man kennt das ja von dieser westdeutschen Übernahme, macht nicht anders, dass sie lügen, sobald sie den Mund aufmachen. Das heißt, die Pläne waren vorhanden. Es wurde alles geplündert und zerstört. Das heißt, es so nach den verschiedenen Berechnungen bewegt sich das so um etwa 70%. Also 70% des Wirtschaftsvolumens der DDR, die mal zu den großen Industrienationen der Welt gehört hat, wurde vollständig vernichtet von der westdeutschen Konkurrenz hauptsächlich, von den vom westdeutschen Mittelstand, von den westdeutschen Großkonzernen in Komplizenschaft mit dieser Veruntreuungsanstalt. Von diesen restlichen 60%, die denn noch, 30%, die denn noch übrig geblieben sind, gehören wiederum über 90% wieder westdeutschen Eigentümern. Das heißt, von einer eigenständigen ostdeutschen Wirtschaft kann man überhaupt nicht reden. Die Folge ist, dass Ostdeutschland sich selber wirtschaftlich nicht tragen kann. Und da kommen dann zum Beispiel wieder so andere Sachen dazu. Ich weiß, du hattest das, glaube ich, auch, ne? Die Schulden des Westens oder, also da gibt's ja auch so eine Literatur, kann ich auch nur empfehlen, wo das mal alles aufgelistet wurde, dass die ältere Ausgabe, da gibt's eine überarbeitete Ausgabe, aber inhaltlich ist das ja identisch, wo das mal zusammengerechnet wurde, von 45 bis heute, was Westdeutschland im Prinzip an Vermögen aus der DDR abgezogen hat. Das passierte ja auf verschiedenen Wegen, als die DDR noch existierte, eben indem man sich für völlig irrwitzig niedrige Preise sich Produkte und Rohstoffe aus der DDR einverleibt hat, die also weit unter den Weltmarktpreisen waren. Also wenn man diese Spanne, die man da an Gewinn abgeschöpft hat, in Rechnung stellt, dann dazu kommen zum Beispiel so eine Kosten, was ja auch nach dem Anschluss denn passiert ist, nach 1990, nachdem denn hier die Wirtschaft vernichtet war, dass gerade so die gut ausgebildeten arbeitswilligen Leute in Westen abgewandert sind. Das sind ja auch Kosten. Die sind ja hier ausgebildet worden. Das hat Geld gekostet. Das ist ja ein Vermögen, was sozusagen dem Westen zugute kam, was man ja da auch alles mit einrechnen muss, ja. Da kommen unterm Strich, wenn man sowas alles nimmt, da kommen Billionen zusammen, die der Westen eigentlich dem Osten schuldet, ne?
Und stattdessen macht man hier, das ist auch wieder so eine riesen Lügengeschichte, erzählt man denn dem westdeutschen Publikum, ja, die Jammer-Ossis und die wollen immer nur Geld und waren zu doof zu arbeiten und ihre Wirtschaft war sowieso kaputt. Und so hetzt man dann auch wieder die westdeutsche Bevölkerung gegen die ostdeutsche auf und umgedreht. Also man spaltet wieder die Bevölkerung, obwohl der Westen so enorm profitiert hat durch diesen Anschluss. Die Banken verdienen sich bis heute dumm und dämlich, ohne dass sie dafür irgendeine Gegenleistung gebracht haben. Die scheffeln Milliarden aus diesen Anschlussverbrechen. Und die Wirtschaft, man kann ja die Zahlen, das kann man ja halt nachlesen, also wie die Wirtschaftsentwicklung in Westdeutschland ab 1990 für die nächsten Jahre war und wie die Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland war. Und da wird man sehen, im Osten brach alle zusammen, von Vollbeschäftigung auf 2,5 Millionen Arbeitslose, Industrie war weg, Wirtschaft war weg. Und im Westdeutschland verzeichnete man dann auf einmal ab 1990 ein Wirtschaftswachstum, was vorher auch so, naja, es war kaum messbar, es war noch nicht gerade so die super Entwicklungsphase, die sie hatten. Auf einmal sprang das auf 7% und noch mehr Prozent und noch mehr Prozent, weil man sich ja den Markt erobert hat, die auch, also nicht nur den ostdeutschen Markt, das kam ja noch dazu, dass man ja auch mit der Übernahme und Zerstörung der ostdeutschen Industrie auch deren Vertragspartner und deren Vertriebsnetze übernommen hat, bis nach Osteuropa, bis nach Russland. Also die westdeutsche Wirtschaft hat dadurch so einen Aufschwung genommen durch den Anschluss und die Vernichtung der ostdeutschen Wirtschaft. Das wird ja immer gerne verheimlicht, ne? Und da wird ja immer noch gesagt, ja, die Ossis waren Geld und hat alles nicht getaugt. Also insofern kann ich nur diese Bücher empfehlen, kann man sich mal sachkundig machen, wie verbrecherisch dieser Westen agiert hat. Es gibt ja Leute, die sagen, also eine solche Vernichtung des Wissens, der Nichtanerkennung von Bildungsabschlüssen, die Wirtschaftsvernichtung und so weiter, das hat ja mehr Schaden angerichtet in Ostdeutschland als der Zweite Weltkrieg. Also, dass man sowas macht, so eine völlige Entmachtung und Einverleibung und, wie soll ich sagen, also auch diese Verachtung der ostdeutschen Bevölkerung gegenüber, also das muss man in der Menschheitsgeschichte suchen, so eine Beispiele. Also, wie das abgelaufen ist. Was kann man denn jetzt machen, um das Problem zu lösen? Also, alle Treuhandentscheidungen rückgängig machen oder wie? Naja, also das klingt jetzt natürlich alle ein bisschen stark und wir wollen ja nicht über die Umsetzungsmöglichkeiten reden, sondern das ist jetzt nur sind jetzt nur theoretische Thesen. Wenn eine Übernahmemacht so unglaublich radikal vorgegangen ist, wie das die westliche Übernahmemacht hier getan hat, ne? Also was aus meiner Sicht auch ja nicht mal grundgesetzkompatibel ist, weil im Grundgesetz steht ja nicht drin, wir sind ein totalitär radikal kapitalistisches System mit demokratischen Scheininstitutionen. Das steht ja da alles nicht drin, sondern da steht drin, die Bevölkerung ist ja souverän und wir sind ein demokratischer und sozialer Staat. So, insofern stellt sich die Frage, ob das überhaupt verfassungskonform war, was da alles passiert ist. Wenn man das wieder rückgängig machen, oder beziehungsweise nicht rückgängig, also die DDR zu errichten, ist ja Unsinn. Also ich glaube, das will auch kein Mensch. Also und schon ja nicht in diesem politischen System. Sondern es geht ja darum, dass die Frage stellt sich ja, wie kann man Ostdeutschland so befähigen oder auf die Füße bringen, dass es sich selber wirtschaftlich wieder tragen kann. Solange das alles so ist, wie es jetzt ist, wird es nie passieren. Das heißt, es wären radikale Maßnahmen notwendig, die genauso radikal waren wie die Zerstörung damals. Und das bedeutet, du hast das ja schon angedeutet, dass man als einen Schritt zum Beispiel diese ganze Treuhandsystem quasi zu einer kriminellen Organisation erklärt, deren sämtliche Entscheidungen null und nichtig sind. Naja, klar, weil die Treuhand wurde geschaffen, um das Volksvermögen der DDR für die Bürger zu sichern. Und was hat die Veruntreuungsanstalt gemacht? Sie hat das Vermögen der DDR für westdeutsche Nutznießer und Eigentümer gesichert. Also sie hat genau das Gegenteil von dem gemacht, wozu gegründet wurde.
Und das noch auf der Basis von ihrem Anschlussvertrag, der, wenn man sich den anguckt, unter normalen Bedingungen wäre der sittenwidrig. Also den könnte man im Prinzip auch für null und nichtig erklären, weil ja eine Seite absolut überfordert wurde, während die andere Leute, andere Seite absolut benachteiligt wurde. Was ja sittenwidrig ist, wäre eigentlich auch gesetzwidrig. Und die Ostdeutschen hatten auch nichts zu melden, ne? Nee, die hatten ja nichts zu melden. Da kann man sich zum Beispiel das Buch von Christa Luft ansehen, die ja die letzte Industrieministerin der DDR war. Die hat ja beschrieben, wie diese Verhandlungen mit diesen aus meiner Sicht hochkriminellen Herrn Schäuble da stattgefunden haben. Sobald nur gewagt wurde zu sagen, ja, aber und wir und wie soll das mit uns, hat dieser Herr Schäuble immer auf den Tisch gehauen und gesagt, die Bedingungen bestimmen wir, Punkt, basta, Mund halten. So ist diese Anschlussverhandlung abgelaufen. Also das heißt, diese Veruntreuungsanstalt zu einer kriminellen Organisation erklären, alles, was die dort beschlossen, verkauft, verscherbelt und verramscht hat, alle Beschlüsse dazu, alle Verträge dazu für null und nichtig erklären. Und dass im Prinzip das, was eingebracht wurde, in die Treuhand wieder zu Staatseigentum erklärt wird, auch entschädigungslos den Leuten wieder weggenommen wird, die das mal für eine Mark gekriegt haben. Also die können ja meinetwegen die Mark wieder kriegen. Also da gibt's ja noch alte Bestände. Man gibt denen die Mark wieder nimmt das alles wieder zurück, aber eben nicht in Staatsbesitz, sondern in ostdeutschen Besitz. Das heißt, in den Besitz der ostdeutschen Bundesländer. Ne, das wäre eh eine so eine Maßnahme. Die nächste Maßnahme, die aus meiner Sicht da mit eng zusammenhängt, betrifft ja auch die Massenmedien. Die wurden ja genauso verscherbelt. Also die ganzen ostdeutschen Massenmedien wurden ja in so eine Handvoll westdeutscher Medienoligarchenfamilien verscherbelt, die großteils auch noch Alt-Nazi-Vergangenheit haben, also die nicht durch irgendwelchen Widerstand im Dritten Reich aufgefallen sind. Deswegen sind die Inhalte der ostdeutschen Zeitungen ja auch so, wie sie sind, wenn die so in so altfaschistischen westdeutschen Besitz sind. Also auch sowas muss alles wieder rückgängig gemacht werden, wieder in ostdeutschen Besitz gebracht werden, weil das nutzt ja nicht nur, wenn du Eigentum hast, wenn die Übernahmemacht immer noch über die Meinungshoheit verfügt. Und wenn der ostdeutsche Bürger überhaupt gar kein Massenmedium hat, in dem er sich äußern kann. Ja, auch das ist nicht, muss rückgängig gemacht werden. Genau das Gleiche betrifft ja auch die Rundfunkanstalten von diesem sogenannten öffentlich-rechtlichen Unrechtsfunk oder wie der heißt, Staatsfunk. Also, du weißt, wenn ich meine, die ja im Prinzip im Verbund mit ZDF und ARD ja auch nur westdeutsche Politik betreiben, westdeutsche Ideologie verbreiten. Auch das muss wieder quasi rückabgewickelt werden, indem man sagt, die ostdeutschen Sender müssen aus dem Verbund der westdeutschen BRD raus, die müssen auch raus, was jetzt so diese Regionalbüros angeht, auch aus diesem ZDF-Verbund raus und ein eigenständiges ostdeutsches Fernsehen wieder gründen, eigenständigen Rundfunk, öffentlich-rechtlich, und wo denn quasi der Ostdeutsche wieder seine Stimme erhält. Und was auch, also das ist eine Riesenlatte, Entschuldigung, wenn ich so lange rede, aber ich meine, das sind ja alle Sachen, die passiert sind. Ne? Und auch das ist alles nur wieder machbar, wenn der Elitentausch, der ja ab 1990 stattgefunden hat, der dazu geführt hat, dass die Westdeutschen sozusagen über 95% der Führungskräfte in Ostdeutschland ausmachen, dass auch das, wenn das so bleibt, auch niemals ostdeutsche Interessen in Deutschland oder weder in Ostdeutschland noch in Gesamtdeutschland vertreten werden, wenn Ostdeutschland von westdeutschen Eliten beherrscht wird. Also das hat man schön eingefädelt nach 1990, indem man die Bewerbungen für öffentliche Ämter so gestaltet hat, dass da quasi nur Westler in Frage kamen, weil man hat ja die ostdeutschen Abschlüsse nicht anerkannt und dieses und jenes nicht anerkannt. Also hat man innerhalb kürzester Zeit eine westdeutsche Elite gehabt und dem
muss man denn quasi mit einer Quote begegnen? Also der Ostbeauftragte hat doch gesagt, man sollte der Bevölkerung angleichen. Ja, der sprach von 20%, wo ich so bei mir dachte, aber aha, also in Westdeutschland sind in den Führungsetagen, das hatte er ja wohl als Zahlen da vorgelegt, so um die 7% Ostdeutsche. Und jetzt will er Ostdeutschland damit beglücken, dass die Quote von 95% Westlern in ostdeutschen Führungskräften auf 80% gesenkt wird. Sagt, nee, der Schuh ist ganz andersrum. Die Westdeutschen dürfen in Ostdeutschland, damit es eine Chancen- und Waffengleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland gibt, auf höchstens 10% runter dividiert werden. Also dann wird da ein Schuh draus, wenn in Ostdeutschland 90% Ostdeutsche in Führungskräften sind und nicht 90% Westdeutsche. Also maximal 10%, also die Eliten tauschen, die Eigentumsverhältnisse wieder so herstellen, dass Ostdeutschland den Ostdeutschen gehört. Und deswegen wäre ich auch dafür, dass wenn diese vier Stränge da gemacht werden, wenn die wieder aufgemacht werden, dass die in ostdeutsches Eigentum überführt werden und dann kann man in Westdeutschland dann in ostdeutsche Gas kaufen. Also insofern, und die letzte Frage, Entschuldigung, aber wie gesagt, das betrifft ja sehr große Bereiche. Die letzte Frage ist ja das, was du da auch hier gezeigt hattest als Buch, also hier die Schulden des Westens, ist ja im Prinzip dann auch noch die Reparationsfrage. Also wenn man hier quasi Wirtschaft vernichtet hat, Eigentum gestohlen hat, eine größere Vernichtung betrieben hat als im Zweiten Weltkrieg und der Verursacher, die westdeutsche Übernahmegesellschaft, ist nicht der Bürger. Also das muss ich immer betonen, weil da regen sich immer einige Bürger auf. Es geht nicht um den Bürger, es geht um diese 1%, diese Eliten, die haben das eingerührt zu ihrem Nutzen und jetzt mittlerweile auch zum Schaden des westdeutschen Bürgers, weil der leidet ja auch darunter unter dieser Lobbyarbeit und der Verteuerung und so weiter. Das betrifft jetzt den Westdeutschen genauso auch wie den Ostdeutschen. Also die Reparationsleistungen, die müssen aus meiner Sicht erbracht werden und zwar von denen, die den Nutzen davon hatten. Erstens natürlich die Banken. Die haben sich die ostdeutschen Banken eingekrallt mit so einem Lügengeschichte von irgendwelchen Krediten, was sich da Herr Schäuble ausgedacht hat, die ja eigentlich nur Verrechnungskredite waren und ja keine echten. Die hat er zum Krediten erhoben, hat diese Kreditschulden an die westdeutschen Banken verschenkt und die verdienen nach wie vor Milliarden. Das heißt, die Milliarden, die die seit 1990 verdient haben, müssen die westdeutschen Banken wieder zurückzahlen an den Osten, weil sie für keinerlei Gegenleistung sich da Milliarden unter die Nagel gerissen haben, alles wieder zurück. Genauso auch die westdeutsche Mittelstand, denen nachgewiesen werden kann, dass sie Geschäfte mit der Treuhand gemacht haben, sich ihre Konkurrenz vom Hals geschaffen haben, Märkte erobert haben. Also die müssen genauso zur Kasse gebeten werden und das alles wieder zurückzahlen, was sie sich da einverleibt haben. Also, und dann hätte man, glaube ich, ein gutes Polster, um hier die Wirtschaft aufzubauen. Natürlich auch, wenn das föderal geregelt wird, also wenn die ostdeutschen Bundesländer auch eine Hoheit haben über das, was bei ihnen wirtschaftlich, finanziell und so weiter passiert und nicht mehr vom Bund abhängig sind. Das heißt, ein echter Föderalstaat und nicht dieser Schein-Föderalstaat, den wir jetzt haben. Also das ist nur mal so grob, was hier passieren muss. Und ich denke, oh, da hätte man aber eine Menge zu tun. Und ich glaube, sehr viele Freunde, die da begeistert mitmachen würden, aber bestimmt nicht auf westlicher Seite. Nichts Geringeres als eine Revolution, schlägt Wilhelm Domke-Schulz vor. Vielen Dank, Wilhelm, dafür. Und ihr, liebe Zuschauer, was sagt ihr? Sollten wir sollten wir in diese Richtung gehen, die Wilhelm vorschlägt? Sollten wir sozusagen die ostdeutsche Revolution veranstalten? Ich glaube, das würde nicht ohne Blutvergießen abgehen, wenn ich mir die Tragweite dessen vor Augen halte, was Wilhelm hier so alles vorgeschlagen hat. Man denke nur an die vielen westdeutschen Firmenchefs, die ihre Maseratis und Ferraris abgeben müssten und vielleicht ihre Eigenheime an der Côte d'Azur und anderswo. Schreibt mir doch bitte unter dieses Video hier in die Kommentare, was ihr davon haltet, von unserer Idee, dass wir zu diesem Thema, wie wir den Osten, Make the Osten Great Again, mehrere Sendungen
veranstalten dieses Jahr eine Sendereihe im Jahr 2024, die sich speziell damit beschäftigt, wie wir den Osten wieder zur Nummer 1 machen. Schreibt mir bitte auch eine E-Mail an info@jonos.tv. Ich freue mich auf jede einzelne Zuschrift und ich beantworte auch jede einzelne davon, auch wenn es manchmal dauert. Das war's für dieses Mal. Tschüss.